Herzlich willkommen zurück. Genau, da ist Moment Blumen. Beileid und Unterstützung für die Familie Armstrong in dieser schweren Zeit. Aufmerksam bringt das Mädchen aber leider auch nicht zurück. So ein liebes Kind. Ja, ob sie lieb war, das wissen wir nicht, aber war auf jeden Fall eine hübsche. Hier können wir nirgendwo rein, ne? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das... Nee, ich bin, glaube ich, direkt nach oben gegangen. Gut. Kann ich jetzt mit ihr sprechen? Weil ich habe jetzt mit beiden gesprochen. Ich hoffe. Die Nummer, die Sie in dieser Nacht angerufen haben, ist nicht mehr vergeben. Ich verstehe das nicht. Das ist die Nummer, die mir das Krankenhaus gegeben hat, um das Zimmer meiner Mutter anzurufen. Deswegen hat sie auch mit denen telefoniert, 30 Minuten, obwohl sie nicht existiert. Das ist irgendwie... Sie haben mir gesagt, dass Sie mit Ihrer Mutter telefoniert haben, als Daisy entführt wurde. Wie schon gesagt, ich habe nicht auf die Zeit geachtet und war länger am Telefon, als ich ursprünglich gesagt habe. Aber da meine Mutter sehr krank ist, musste sie ihre Heimatstadt Lyon verlassen, weil die Behandlung in Frankreich noch nicht zugelassen ist. Sie liegt für eine Spezialbehandlung in einem Bostoner Krankenhaus. Ich rufe sie jede Nacht an, um mich nach ihr zu erkundigen. Als ich zurückkam, war Daisy weg. Das werde ich mir nie verzeihen. Ich habe nicht aufgepasst, war länger am Telefon, als ich ursprünglich gesagt habe. Das... ist keine Lüge. Ich meine, da steht ja drin, dass ein Anruf gewesen ist. Das ist das, was ich so seltsam finde. Sie liegt für eine Spezialbehandlung in einem Bostoner Krankenhaus. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es Boston war. Spezialbehandlung. Nennt man Koma auch Spezialbehandlung? Ich bin mir nicht sicher. Ich rufe sie jede Nacht an, um mich nach ihr zu erkundigen. Das kann natürlich sein, dass sie damit das Krankenhaus meint. Aber ich verstehe das so, dass sie mit der Mutter spricht. Das kann ja schon nicht sein, weil sie im Koma liegt. Das glaube ich ihr sogar. Also ich denke, dass dieser Satz nicht sein kann, weil sie ja im Koma liegt. Also ich verstehe es so, dass sie die Mutter selber anruft. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Mutter angerufen haben? Ja, jede Nacht, seit sie im Dezember eingeliefert wurde. Suzanne? Ich glaube, Daisy liegt Ihnen wirklich sehr am Herzen. Wenn dem wirklich so ist, sagen Sie mir die Wahrheit. Sie können doch nicht Ihre Mutter angerufen haben, während sie im Koma lag. Meine Mutter ist wirklich in einem Krankenhaus in Boston. Sie liegt wirklich im Koma. Ich habe sie nicht angerufen. Ich habe mit meinem Freund Noah telefoniert. Warum lügen Sie deswegen? Warum die Panik? Weil er verschwunden ist. Ich habe seit der Nacht der Entführung nichts mehr von ihm gehört. Ich fürchte, dass er irgendwas mit Daisys Verschwinden zu tun hat. Dass er mich noch irgendwie benutzt hat. Aber ich schwöre, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, für ungefähr 30 Minuten in dieser Nacht. Also kann er Daisy nicht zur gleichen Zeit entführt haben, als wir uns unterhalten haben. Aber er hätte sie beschäftigen können, damit jemand anderes Daisy entführen kann. Ja, Sie verstehen, warum ich gelogen habe, oder? Ich hatte befürchtet, sie würde mich verdächtigen, etwas damit zu tun zu haben. Das können Sie doch verstehen, oder? Suzanne, ich möchte Ihnen ja glauben. Aber Sie haben es schwieriger gemacht, Daisy zu finden. Ist Ihnen das bewusst? Oh mon Dieu. Was habe ich noch getan? Das Wichtigste ist nicht, was Sie getan haben, sondern was Sie jetzt tun. Gehen Sie. Ich komme später wieder, um mit Ihnen zu sprechen. Schluss mit den Lügen, Suzanne. Für Daisy. Keine Lügen mehr. Noah. Der Name könnte uns zu Daisy führen. Ich bin jetzt an diesem Fall dran. Ob mein Captain es will oder nicht. Sie hatte Moby Dick dabei, aber das ist nicht Moby Dick. Bringe mehr über den Freund von Miss Moreau in Erfahrung. Okay, das bringt mich nicht weiter. Deutsch-Englisch? Deutsch-Englisch. Englisch-Französisch-Wörterbuch. Ich kenne die Nationalflagge schon nicht mehr, ich merke das schon. Gut, keine Ahnung, da steht auf jeden Fall nichts drauf. Ich denke mal, wir müssen irgendwas finden, was uns entweder weiterhilft oder
wo wir eventuell, ja, irgendwas handschriftlich drauf gekritzelt finden? Das ist dieser Detective, von dem die gesprochen hat, ne? Das ist dieses Buch. Das hat sie anscheinend vorgelesen. Aha, aha. Ein verschlossenes Tagebuch? Mal sehen, ob ich seine Geheimnisse enthüllen kann. Ein verschlossenes ja, Tagebuch? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mal sehen, ob ich seine Geheimnisse enthüllen kann. Aber ich kann da nichts mitmachen. Also ich kann nur... Ach so, ich muss einen Schlüssel finden, ne? Denke ich mal. Und solange bleibt das da drin stehen. Vermute ich jetzt mal. Ich gucke trotzdem mal bei den anderen. Ich meine, kann ja sein, dass da irgendwo ein Schlüssel drin ist. Aber... So finde ich jetzt nichts. Aha. N. Wie hieß der? Noah? Eine Karte vom Floristen. Sie ist mit dem Buchstaben N unterschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, der Typ hieß Noah, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, zieh mal raus. Ist das eine Binde oder was? halt, stopp. Ha! Ha! Was ha? Ha, ein Buch! Ja! Ach nee, das ist... Okay, ich sehe schon. Was ist in der Vitrine? Ah, was für eine Überraschung. Gläser. Okay. Schauen wir mal hier unten nach. Ist das ein Schlüssel? Nee, ein Schlüsselanhänger leider. Ein Eiffelturm-Schlüsselanhänger. Aber kein Schlüssel. Ach ja. Das kann auch nicht der Schlüssel sein, oder? Eine kleine Schmuckschatulle. Der Größe nach für Ohrringe. Mach sie doch mal auf. Vielleicht ist da... Aha. Ein Schlüssel. Warum sollte man einen Schlüssel in einem Schmuckkästchen platzieren? Damit es niemand findet. Obwohl andererseits, wenn jetzt irgendjemand kommt, ne? Okay, das können wir anscheinend... Das ist egal hier mit dem... Da gucken wir auch noch mal kurz. Ich nehme an, dass Susanne in den letzten Wochen eine Menge Taschentücher verbraucht hat. Ja, das könnte sein. Es wird wahrscheinlich sein, weil... Also es geht ihr schon nahe, denke ich mal. Das glaube ich ihr schon. So. Na, ich kann den nicht... Also jetzt. Das funktioniert nicht. Ja, ich habe ja auch die andere Seite eigentlich drehen wollen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Der muss ja auch andersrum gedreht werden, aber wie soll ich das... Ah, okay. So. Okay, Susanne. Sehen wir mal, was Sie mir noch nicht erzählt haben. Kann ich nichts anklingen. Okay. 9. Februar 2019. Ein Tag im Park mit Noah. Ah, siehst du? Ich wusste doch, der hieß Noah. Ich merke, dass er sich mir gegenüber mehr und mehr öffnet. Ich habe ununterbrochen über meinen Job geplaudert. Ich habe ihm erzählt, wie sehr ich die Armstrongs mag, besonders Daisy. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er unsere Beziehung ernst nimmt. So einen Mann findet man heute kaum noch. 14. Februar, Valentinstag, ne? Steht auch da drunter. 2019, Valentinstag. Noah und ich waren im Restaurant Blaue Lagune. Unser Lieblingslokal, zu Mittagessen. Zuerst war alles toll, aber dann ist etwas passiert. Noah bekam eine SMS. Keine Ahnung, was darin stand, aber er sagte plötzlich, wir mussten gehen. Mehr wollte er nicht sagen. Wir fuhren also weg, irgendwo in die Berge. Schließlich kamen wir an einer Hütte mitten im Nirgendwo an. Er sagte mir, ich soll im Auto bleiben. Nicht sehr romantisch für einen Valentinstag.
23. Februar 2019. Noah hat mir Blumen geschenkt. Normalerweise ist er sehr aufmerksam. Aber trotz allem hatte ich das Gefühl, dass er heute etwas distanziert war. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich würde gerne mehr für ihn da sein. Aber ich möchte mich nicht in sein Privatleben einmischen. 15. März 2019. Es ist schon eine Weile her, dass ich in dieses Tagebuch geschrieben habe. Ich hatte nicht die Kraft dazu. Und ich glaube, es ist das letzte Mal. Meine liebe Daisy wurde entführt. Und ich habe seit diesem Tag nichts mehr von Noah gehört. Es war in der Nacht, in der Daisy entführt wurde. Er redete und redete. Ich habe Daisy zu lange alleine gelassen und jetzt ist sie weg. Ich dachte, er liebt mich, aber er hat einfach nie wieder angerufen oder sich anderweitig gemeldet. Seit der Nacht, in der Daisy entführt wurde, hat er nicht mehr auf meine Nachrichten geantwortet. Ich fühle mich völlig verloren. Es ist meine Schuld, dass Daisy entführt wurde. Ich habe nicht auf sie aufgepasst. Ich kann verstehen, warum Suzanne mir nicht alles über diesen Noah erzählt hat. Als er verschwand, war ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Bringe mehr über den Freund... Achso, das ist aktualisiert worden. Ja, das haben wir ja schon alles gesehen. Hier vorne ist auch nichts Neues. Ich denke mal, mehr wird wahrscheinlich... Oh, die Katze ist weg. Mehr wird wahrscheinlich auch nicht kommen hier. Frage ist, sie ist jetzt aus dem Zimmer gegangen. Aber wo ist sie hingegangen? Wahrscheinlich nach unten. Bring mehr über den Freund. Ja, wahrscheinlich können wir auch mit den beiden nochmal reden, oder? Ob die den schon mal gesehen haben? Können Sie mir irgendwas über Suzannes Freund sagen? Ich weiß, dass sie eine Zeit lang unseren Chauffeur gedatet hat. Es gab noch jemanden, den sie erst vor kurzem kennengelernt hat. Aber ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Es gab... Moment, Schuff. Hallöchen, Kitty! Was machst du denn jetzt hier? Okay... Was hat sie jetzt gesagt? Sie hat den Chauffeur gedatet und hat noch jemanden kennengelernt. Das war dann wahrscheinlich der Freund, oder? Obwohl vor kurzem? Wissen Sie irgendwas über den Freund von Miss Moreau? Ihr Freund? Ich weiß, dass sie eine Zeit lang jemanden gedatet hat. Vor kurzem sah ich einen Mann in einem Geländewagen, der sie an ihren freien Abenden abholte. Er stieg nicht aus seinem Auto aus, sondern wartete einfach auf sie. In den letzten Wochen schien sie mehr Zeit als sonst am Telefon zu verbringen. Aber sie hat hart gearbeitet. Wir wollten ihr die freie Zeit, die sie hatte, nicht missgönnen. Seit Daisy... Seit der Entführung hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Es wird nicht lange dauern. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Okay, suche in der Akte nach etwas über einen Geländewagen. Schauen wir mal, aber ein Geländewagen? Vor kurzem sah ich einen Mann... Achso, das war das, was er jetzt gesagt hat. Das hier sieht in Ordnung aus. Achso, ja, ja, ja. Hier. Diese Reifenspuren könnten vom Geländewagen von Suzannes Freund stammen. Ausgezeichnet. Die Gerechtigkeit siegt einmal mehr. Aber bringt uns das weiter? Das ist die Frage. Konfrontiere wegen ihres Anrufes. Haben wir doch eigentlich schon gemacht. Diese Blumen müssen wunderschön gewesen sein. Wer hat sie Ihnen geschenkt? Der Gärtner. Sie sind schon ziemlich verwelkt, aber ich kann sie einfach nicht wegwerfen. Mhm. Erzählen Sie mir von Ihrem Freund. Sind Sie schon lange zusammen? Von meinem Freund? Warum? Er hat nichts mit der Sache zu tun. Bitte, Suzanne. Je eher Sie meine Frage beantworten, desto eher sind wir fertig. Sein Name ist Noah Geraghty. Ich habe ihn auf einer Party zum chinesischen Neujahr in Great Barrington kennengelernt. Er ist ein freundlicher und fürsorglicher Mensch, obwohl... Nun, ich vermisse ihn. Er musste geschäftlich verreisen. Er sollte bald wieder da sein. Will die mich verarschen? Die hat doch eben noch gesagt, dass sie seitdem nichts mehr von ihm gehört hat. Und jetzt sagt sie plötzlich, er musste geschäftlich verreisen?
In der Nacht der Entführung wurden außerhalb des Gartens die Reifenspuren eines Geländewagens gefunden. Noah fährt einen, nicht wahr? Wo ist er, Suzanne? Wenn Sie mehr über ihn wissen, müssen Sie es mir sagen. Ich weiß, was Sie denken, aber das ist unmöglich. Er war sehr nett zu mir. Er hat nie etwas getan, was mich misstrauisch gemacht hätte. Wir sind essen und ins Kino gegangen, wie ein normales Paar eben. Er ist nicht der einzige Mann in den Bergen von Berkshire, der diese Art von Auto fährt. Ja, was soll man sagen? Psychopathen zum Beispiel haben die Fähigkeit, einem ganz besonders intensiv vorzugaukeln, dass man Interesse an die Person hat, also dass dieser Psychopath die Interesse an dieser Person hat. Warum? Ja gut, das wären dann die üblichen Ausflüchte, ne? Dass man sich das selber nicht eingestehen will und so weiter. Und genauso redet sie halt. Er war sehr nett zu mir, das bezweifle ich nicht. Er hat nie etwas getan, was mich misstrauisch gemacht hat, bezweifle ich auch nicht. Das bezweifle ich auch nicht. Er ist nicht der einzige Mann in den Bergen, der diese Art von Auto fährt. Ja gut, das bezweifle ich allerdings auch nicht. Wir sind essen und ins Kino gegangen. Das stand im Tagebuch, dass es nicht wie bei einem normalen Paar war, was teilweise... Ah nee, er hat nie etwas getan, was mich misstrauisch gemacht hätte. Das ist bestimmt darauf bezogen, was im Tagebuch gestanden hat, dass er, ich glaube, einen Anruf bekommen hatte und die dann plötzlich gehen mussten. Ist Ihnen von Noahs Verschwinden wirklich nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Er konnte manchmal launisch sein, als ob ihn viel beschäftigt. Es war am Valentinstag, glaube ich, oder? In Ihrem Tagebuch schreiben Sie, dass Noah Sie am Valentinstag zu einer Hütte in den Bergen mitgenommen hat. Sie haben mein Tagebuch gelesen? Es tut mir leid, aber wir müssen Daisy finden. Das wollen wir beide, also ja, ich habe in Ihr Tagebuch geschaut. Sie haben recht. Wir sind zu einer Hütte im Wald gefahren. Ich habe auf ihn im Auto gewartet. Nach ein paar Minuten kam er wieder raus. Er war sehr süß und entschuldigte sich, aber er erklärte nichts. Wir sind dann zurück zum Restaurant gefahren, um Nachtisch zu essen. Sind Sie jemals mit zur Hütte zurückgegangen? Nein, nie. Was hat Noah also dazu gebracht, den ganzen Weg zu einer Hütte mitten im Nirgendwo zu fahren? Er hat sie im Auto warten lassen. Warum war er dort? Das ist wichtig, ich weiß es. Ich kann Suzannes Wegbeschreibung zur Hütte verwenden und sie mit der Karte in der Gegend vergleichen, die ich in meinem Auto habe. Das heißt, kann ich schon raus oder muss ich das jetzt, nee, da steht nur, finde den Standort. Die hat die aber noch im Auto, ne? Die hat die nicht mitgenommen, die Karte, meine ich. Gucken wir mal eben nach. Da ist die Karte. Dank der Informationen, die Suzanne mir gegeben hat, sollte ich die Hütte auf dieser Karte finden können. Ja, wenn ich weiß, wo wir jetzt überhaupt sind. Damit sollte man vielleicht schon mal anfangen, ne? Ich erinnere mich nicht wirklich an die Straße, aber ich weiß, dass wir die Straße verließen, dann über zwei Brücken und durch einen dichten Wald fuhren. Zwei Brücken und einen dichten Wald. Ich sehe hier keine einzige... Ach so, doch. Die hier über Wasser drüber. Da müsste das hier aber theoretisch auch eine Brücke sein, ne? Eieieiei. Das ist ja schon wieder... Ich kann auch zoomen, okay. Ich weiß halt nicht, wo sie jetzt genau sind. Also wo wir jetzt gerade genau sind. Interagieren? Wahrscheinlich nicht hier. Ach so. Okay, ja, nein, ist okay. Ein dichter Wald, also es gibt hier mehrere dichte Wälder. Zwei Brücken, kann natürlich alles sein. Ich weiß ja nicht, wo wir starten, das ist halt mein Problem. Maisfeld, sind das gelbe Maisfelder? Da steht natürlich jetzt nichts mit irgendwelchen Maisfeldern oder sonst was drin. Cultivation. Woher soll ich wissen, was davon ein Maisfeld ist?
dann nur noch Bäume über Bäume. Schließlich blieben wir vor der Hütte stehen. Es könnte hier sein, wenn das da oben Maisfeld ist. Das passt nicht mit der Beschreibung zusammen. Okay. Das kann nicht der richtige Ort sein. Das passt nicht mit der Beschreibung zusammen. Ja, ich habe keine Ahnung. Also die Brücken kann ich ja noch erkennen, aber woher soll ich wissen, was davon jetzt ein Maisfeld ist? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich weiß ja auch nicht, wo wir hier sind. Das wären zum Beispiel auch zwei Brücken. Hier, die Hütte muss hier sein. Okay. Ich muss diese Hütte finden. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.